So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2. Nachdem wir beim letzten Mal... Hallo, Controller? Danke. Nachdem wir beim letzten Mal... Nein. In einer sehr langen Folge... Nein! John Schnee... Ja, doch, John Schnee war der... Doch, ja, John Schnee war... Ich war mir gerade... Ich bin... Ja. Nachdem wir John Schnee besiegt haben. Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar. Und Kuro steht auf dem Tisch. Wollen wir jetzt zu dem Anarchiver? Ich habe den Namen vergessen. Warst du das? Warst du? Super Mario? Hier? Nein, das war glaube ich nicht. Oder doch? Doch. Ich beschloss, die Welt zu erkunden, mit der Geschichte meiner Reisen zur kaiserlichen Bibliothek zurückzukehren. Dies wird das mein Lebenswerk sein. Die Reise von Lago Le Grand. Oder Lago dem Anarchiver. Hier, nimm doch das Buch von Boreas. Hier, wir möchten euch dieses Buch anvertrauen. Es handelt sich um einen sehr wertvollen Folianten aus dem Zeitalter der Magie. Ihr müsst es unbedingt unversehrt in der kaiserlichen Bibliothek überbringen. Der kaiserlichen Bibliothek überbringen, meine ich. Ein Buch aus dem Zeitalter der Magie? Was für ein außergewöhnlich seltener Fund. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Oh, warte, da ist etwas. Ich bin in der Eishöhle über diesen seltsamen Stein gestolpert. Eurem Buch kann ja gewiss nicht das Wasser reichen. Aber das ist alles, was ich euch im Gegenzug geben kann. Fragment des Eises. Oh, eins der fünf Fragmente des Magischlüssels. Moment, war das so eine Art Sonne? Ich bitte nochmals um Entschuldigung, dass ich nichts Besseres im Tausch gegen das Buch zu bieten habe. Ich glaube, das dürfte mehr als genug sein. Nun, dann werde ich wieder in die Welt hinausziehen. Viel Glück euch allen. Wieder in die Welt hinausziehen? Ja, dann zieh doch mal. Nein, er will nicht. Was gibt's hier? Nichts. Achso, da war das Anmeldeding, oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Okay, müssen wir jetzt... Können wir jetzt... das Ding in der Eishöhle abgeben? Verdammt. Und so viele Treffer hatte ich gerade vergessen. Sag mal... Wenigstens bekomme ich hier wieder gute Lebensenergie. Also, manchmal. Ach komm schon. Das Spiel hasst mich doch manchmal. Vor allem in Bosskämpfen. Gegen den Propheten oder Günther. Kann ich dir jetzt das Ding geben? Ja, komm, etwas schneller bitte. Hier, du willst doch bestimmt das Fragment des Eises. Schade. Hä? Was mache ich jetzt mit dem Teil eigentlich? Ich meine, das habe ich jetzt. Und weiter? Ich bin ein wenig verwirrt. Ein ganz kleines bisschen. Kaum merklich. Also. Hä? Soll ich wieder gehen? Wie komme ich überhaupt hier weg? Wie kam ich überhaupt hierher? Da unten lang offensichtlich. Haha. Na gut, dann müssen wir die Zeit wieder vordrehen. Zurückdrehen, vordrehen. Vordrehen, eindeutig vordrehen. Das war also mal eine Höhle. So, so. Oh, gut gemacht. Ihr habt das Fragment des Eises. In der Zukunft ist der Start der Kontinent so gut wie verschwunden. Ich hoffe, die Wikinger lernen zu schwimmen. Ich wäre nicht gern für ihr Verschwinden verantwortlich. Ihr vielleicht, Kuro? Falls ihr weitere Informationen zu den Fragmenten der Magischlüssel braucht, kommt ruhig zu mir. Das wäre, glaube ich, gar nicht doof. War ich hier schon? Ja, ich glaube, da war nichts, oder? Hui. Ja, da war irgendwie so gar nichts. Wie gut, dass ich hier hin kann.
Bin ich jetzt überhaupt in der richtigen Zeit, um weiterzukommen? Ich weiß es doch nicht. Ich glaube schon. Okay, da war nichts mehr. Geht's hier unten raus? Nein. Da oben komme ich nicht lang. Hier komme ich auch nicht durch, super. Ja, komm schon. Hier im Wald gibt es eigentlich auch nichts mehr zu erledigen für mich, soweit ich weiß. Oder? Ne, ich glaube nicht. Ja. Hier komme ich irgendwie nicht hin. War ich da oben schon in dieser Zeit? Ich meine schon, oder? Na egal, ich mache. Achso, da komme ich gar nicht. Doch, da. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Was ist hier? Ruinen der Maki? War ich da schon? Ne, ich glaube nicht. Das kommt mir ziemlich unbekannt vor. Na sowas. Wie konnte ich das bisher übersehen? Also wirklich? Wie konnte ich das übersehen? Hier noch irgendwas? Nein. Soll das Totoro sein oder irgendwas in der Richtung? Ich bin mir nicht sicher. Naja. Reisen wir mal in der Zeit und gucken mal, wo wir ankommen. Okay, ganz weit in der Vergangenheit erstmal. War das jetzt die Zeit des Kaisers? Ich glaube, das war die Zeit des Kaisers, oder? Hier sollten dann theoretisch noch Überlebende sein. Oder nicht? Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Diese ganzen Zeitsprünge. Doch. Stimmt, hier kam ich nicht weiter. Ich hänge hier schon fest. Ich kann mich nicht mit euch verbinden. Ich habe meine Befehle. Würde ich vielleicht sagen? Ja, wir dürfen aber nicht aufgeben. Ich frage mich, was in meinem Zeitalter aus ihm wurde. Ja, ich mich auch, aber... Also gut, dann wechsle ich halt nochmal die Zeit. Ach Moment, eine Sache vorher noch. Ich hab doch... Moment, ich glaube, dafür bin ich in der falschen Zeit. Drei Mana übrig, fällt mir gerade ein. Kann ich damit nicht irgendwas... ausrichten? Naja, zuerst will ich nochmal in die nächste Zeit. Ich weiß auch nicht. Ich finde diese Zeit irgendwie am stylischsten. Die hat was. So ein bisschen retro, aber nicht so, dass man nichts mehr erkennen kann. Also, ich weiß nicht, ich mag das irgendwie. Oder nicht? Ich finde schon, das hat was. Also. Ich glaube, hier bin ich schon komplett durchgelaufen, oder? Da war einfach nichts. Da sind die Ruinen. War ich in den Ruinen da schon? Ich werde doch wohl schon in den Ruinen gewesen sein, oder nicht? Also würde mich schon schwer wundern, wenn ich da nicht war. Ich meine, da war ich schon. Ja, 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 die haben sich alle beschwert. Ich erinnere mich. Da kam ich nicht weiter. Ich war beim letzten Mal schon so überfragt, was ich noch machen soll. Das bessert sich gerade nicht wirklich. Und ich muss sagen, auf der Oberwelt ist Koro echt hässlich hier, aber was soll's. Das ist auch die falsche Zeit. Ich muss noch mal eins in die Zukunft. Oder wieder zurück. Vielleicht war es gerade eben doch richtig und ich habe es nur nicht bemerkt. Und in dieser Zeit war hier auf der Insel gar nichts. Oder?
Ich guck nochmal vorsichtshalber, aber ich meine, die Ruine war schon weg. Ja, also zumindest nicht mehr betretbar. Ja, hier kann ich gar nichts machen. Na dann gucke ich jetzt aber nochmal... Hallo? Danke. Gucke jetzt nochmal nach dem Mana-Ding. Achso. Das war in dieser Zeit. Moment, aber eine Sache muss ich doch nochmal gerade kurz. Lass mich da rein. Dieses Gebilde da im Wasser. Fällt das mit der Zeit oder baut sich das mit der Zeit irgendwie auf? Weil, dann könnte ich das in der frühesten Phase vielleicht noch erkunden. Im Gegensatz zu der Zukunft. Oder der, ja. Das ist die Vergangenheit, das andere die Gegenwart und dann die Zukunft oder einfach eine noch spätere Vergangenheit bzw. Zukunft. Hier bin ich ja schon mal falsch. Nee, das gibt's hier. Das sieht hier genauso aus. Hier komme ich einfach nirgendwo lang. Ich frage mich immer noch, was dieser Hinweis soll, mit was wohl Velvets Zeit aus ihm wurde. Frage ist, was war nochmal Velvets Zeit? Moment, hier doch. Achso, nee, da ist nur das Dämonendorf. Ja, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Ach, da komme ich nicht rüber, oder? Die war hier schon blockiert. Ja, die habe ich hier schon blockiert. Verdammt. Komme ich hier irgendwo außen rum? Ja, oben auf jeden Fall. Okay, hier war ich schon. Hier kann ich nicht an Land. Wieso kann ich hier nicht an Land? Kann ich hier in irgendeiner anderen Zeit an Land? Ich muss doch hier irgendwann an Land kommen. Diese Insel ist jetzt so offensichtlich platziert, dass da einfach was sein muss. Ich will mal hier durch die Zeit reisen. An den Piraten vorbei. Die sind immer noch der Hammer. Kann ich dich ausrauben? Nein, schade. Herr Roberts, nehme ich an? Ihr lebt und lebt. Aber ihr seht nicht wie junge Seelen aus, die es nach Abenteuer lustet. Ihr seht eher aus, wie als würdet ihr bereits eure eigenen Legenden leben. Macht das Beste daraus. Das Leben steckt voller Herausforderungen für jene, die sie suchen. Manche Abenteuer könnten sich als ziemlich schmerzhaft erweisen. Lasst euch meine langen Jahre der Erfahrung eine Lehre sein. Auf dem Weg mögen viele Gefahren lauern, aber die Abenteuer machen es leid Bett. Wenn wir gerade davon reden, würdet ihr mir gern bei meinem nächsten Abenteuer zur Seite stehen? Klar. Wisst ihr, wie sich hier ausstellt? Wie soll ich es sagen? Das alles ist noch so neu für mich. Will sagen, ich bin verliebt. Ach du Schande. So etwas soll ja passieren. Wer ist denn die Glückliche? Sie ist wundervoll. Sie ist erstaunlich. Sie ist stark und auch verletzlich. Sie ist Xane, was? Wie kann eine Frau wie sie nur jemand wie mich lieben? Wohl wahr, wenn man sich die Statistiken anschaut? Ich bin nicht sehr was in der Liebe. Ja, das wundert mich nicht, Xane. Aber vielleicht wäre es ein guter Anfang, einen Brief aufzusetzen. Mein Vater hat stets einen Brief gesendet, bevor er sich auf heikle Angelegenheiten einließ. Einen Brief? Aber natürlich! Eine hervorragende Idee. Nur einen Moment, bitte. Da, bitteschön. Gefunden, ein Liebesbrief an die Person, die mein Herz gekapert und mir den Schlaf geraubt hat. Hab Dank. Wenn sie sich meiner Liebe öffnet, ist die Sache entschieden. Ich werde in den Ruhestand treten und ihr dürft meine kostbaren Schätze euer eigen nennen. Versucht erst gar nicht, mein Versteck zu finden. Es ist so gut versteckt, dass nur ich den Ort kenne. Ich wette, das ist das Ding im Wasser. Ich werde gespannt auf ihre Antwort mal. Beinahe. Ich werde gespannt ihre Antwort auf meinen Brief hören. Ihr werdet sie sofort erkennen. Sie ist die atemberaubendste, beeindruckendste Frau auf dem ganzen Kontinent. Warum muss das so kompliziert sein? Tja, aber sie lebt auf dem Kontinent, das ist schon mal gut zu wissen. Das war eine niedliche Geschichte, meint ihr nicht auch, Kuro? Den Verhandlungen scheint es gut voranzugehen.
Wenn beide Parteien nach treuem Glauben handeln, soll das Ergebnis zum Vorteil gereichen. Beiden zum Vorteil gereichen, stand da. Okay. Ich habe immerhin wieder einen Anhaltspunkt, was ich machen kann. Das ist gut. Behaupte ich einfach mal. Ich reise jetzt mal nicht in der Zeit, weil ich meine, seine Geliebte wird ja wohl in dieser Zeit sein. Und da das die früheste Zeit ist, in die ich kann, kann ich auch nicht weiter in die Vergangenheit, um irgendwas zu verändern. Ja, ich will sowas von der Segel setzen. Auf dem Kontinent also. Sera oder in... ich vermute mal... in Genua. Oh Gott, schon wieder Genua. Was hat man? Moment, mir fällt gerade was ein. Ach, so sieht das Symbol aus. Das Dingens. Artefakt. Ich kann auch hier noch die Beschreibung lesen. Die könnte ich gerade vorher nicht zu Ende lesen. Die Wortwahl ist unverkennbar. Ach so, ja, das. Okay. Dir vielleicht? Nein. Dir? Nein. 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 Du? Nein. Moment, ich kann auch hier wieder in die Kanalisation. Warum genau kann ich hier nochmal in die Kanalisation? Achso, deshalb. Dass jetzt echt alle Häuser abgehen. Ist hier irgendwas? Nein? Okay, schade. Kann ich den hier ausrauben? Leer. Hab ich den schon mal ausgeraubt? Sieht ganz so aus. Hoppla. Nein. Die wohl kaum. Vielleicht die hier? Nein. Im Shop wird es wohl auch nichts sein. Im Inn vielleicht? Nein. Ja, du sicher nicht. Du? Nein. Die Ratte wohl kaufen. Du? Du? Nein. Sitzt jemand bei McDonald's? Gerade nicht. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Es kommt mir ganz so vor. Du bestimmt. Nein. Die ist nur stolz auf ihren kleinen Irgendwas, weil da habe ich nicht gelesen. Wahrscheinlich stand da jetzt der wichtigste Hinweis im ganzen Spiel. Und ich habe es nicht mitbekommen. Also wundern wird es mich ja nicht. Da komme ich nicht rein. Was? Ich war hier noch nicht drin? Das kommt mir zumindest überhaupt nicht bekannt vor. Ich war hier noch nicht drin? Was? Wie kann mir denn sowas passieren? Das ist, völlig unerklärbar. Und unentschuldbar vor allen Dingen. Hallo, könntest du mal da runterspringen? Das gibt's doch gar nicht. Dass mir... genau, spring genau rein. Dass mir sowas mal noch passiert. Okay,
Moment, ich muss warten, bis der oben wieder runtergesprungen ist. Falls das heute noch was wird. Dann kann ich hoch, dann kann ich hier. Ja, die kann ich erlöschen. Verdammt. Also nochmal. Das ist noch nicht wahr, ich glaub's kaum. Okay, bisher läuft's. Besser als vorhin, glaube ich. Jetzt muss ich nur wieder ewig warten. Ah, doch nicht. Doch. Doch, läuft eigentlich besser als vorhin. Aber es war knapp. Oh Gott. Keine Speicherpunkte? Wieso war ich hier noch nicht? Na gut, ich würde mal sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.